Das Beste am vorstehenden Video sind mal wieder die Kommentare mit Beiträgen wie: Bitte, kann da jemand einen 15-stündigen Loop draus machen? Ich glaube, er ist bei Sekunde 15 gestorben. Und wenn man da einen Generator anschließt, dann hat man unendliche Energie. Und damit willkommen zu den BNews, der einzigen Show im Internet, die keinen Webvideopreis gewonnen hat. Dazu kommen wir aber gleich. Zuerst möchte ich euch noch zwei Dinge sagen, die in den nächsten Wochen relevant hier auf Behind werden. Gleich als erstes die Hiobsbotschaft mit den BNews hier aus Berlin. Höre ich leider auf. Ja, ist ja gut. Mache ich sie eben woanders. Ich gehe am Dienstag nach L.A. Für einen Monat werde ich dort mit Gronkh, Sarrazar, Fabian Siegesmund, Mrs. Vlog und anderen Leuten sein und vor mich hinleben. Wir sind dort zusammen in so einem Projekt eingebunden. Ich glaube, den Namen darf ich euch noch nicht sagen. Aber Namen sind eh Schall und Rauch. Der Plan ist, dass wir von da aus zusammen Videos machen und unter anderem zum Beispiel auf die E3 gehen werden oder auf die VidCon. Und ich bin gespannt, was sich da so ergibt. Ich war noch nie so lange in den USA und freue mich vor allen Dingen, ein bisschen Zeit mit Fabian da drüben zu verbringen. So, und jetzt wie angekündigt ganz kurz was zum Webvideopreis. Da war ich letzte Woche. Die meinen Kanal verfolgen, haben das mitbekommen schon von langer Hand oder gestern das Video gesehen, was ich online gestellt habe. Ich habe bewusst diesen einen großen Skandal, über den alle geredet haben, da aus diesem Video rausgelassen, weil der mir schon zu viel Aufmerksamkeit diese Woche abgegraben hat. Ich will trotzdem kurz darauf zu sprechen kommen. Ich finde die Veranstaltung ziemlich wichtig, weil Webvideo-Content, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, wird noch nicht wirklich anerkannt, noch nicht wirklich gewürdigt, gerade von den alten Medien, die journalistischen Medien. Nun muss man ganz offen sagen, wenn man sich so die ganzen Nominierten anguckt und auch die YouTuber selbst, die ja meist nicht mal älter sind als 20, dann muss man schon sagen, es ist nicht alles wirklich professionell und es ist noch nicht lange nicht da, wo das Fernsehen vielleicht ist. Aber darum ging es bei YouTube ja eben auch nicht. Und das ist eine Preisveranstaltung, die genau diesen Spirit feiert. Der Webvideopreis gibt ein ganz gutes Bild davon ab, wie sich YouTube entwickelt hat. Alles ist sehr viel professionalisierter geworden. Alles nimmt sich so unglaublich ernst und wichtig. Da gab es einen roten Teppich und auf der Aftershow-Party gab es eine Zweiklassengesellschaft. Die VIPs waren oben und das normale Verfolg war unten. Das war letztes Jahr noch lockerer und witziger. Und damit wären wir schon beim Hauptthema. Kollega hat ja auch gewonnen und während sich die einen darüber streiten, ob jetzt die YouTuber erbost über Kollega waren, weil er die Preise gewonnen hat oder die Penisaktion. Denn Schniesen, ein befreundeter Rapper von ihm, der hat seinen Penis entblößt auf der Bühne und dann noch ein Glas hat zerdeppert. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Problem mit Kollega. Ich höre seine Musik zwar eher nicht, aber ich finde ihn als Person, als Kunstperson, die er sich gibt, muss ich sagen, ich finde ihn sehr humorvoll. Vor allen Dingen mag ich, dass er genau nicht dem Klischee eines Rappers entspricht, weil er unglaublich intelligent ist, sich sehr gut ausdrücken kann, besser als viele andere, die ich kenne. Und auf seinem Gebiet, und das sage ich, obwohl ich mich damit nicht auskenne, technisch sehr versiert ist. Und von so jemandem müsste man dann eigentlich meinen, dass er gerade bei solchen Veranstaltungen vermeidet, so richtig auf die Kacke zu hauen. Mag sein, dass er in seiner Rolle da war, aber wie ich schon sagte, dieser Preis kämpft noch um Aufmerksamkeit und die YouTuber auch. Und da muss man nicht irgendwie so symbolisch auf der Bühne, diesem Ort, wo halt die anderen ausgezeichnet werden, den zu besudeln, indem man da Gläser rumschmeißt und so. Oder dann hinterher in Interviews dann auch noch die YouTuber als Spastis bezeichnen. Finde ich eine ganz traurige Nummer, die nicht hätte sein müssen. Ansonsten verdient gewonnen. Er hat nun mal einen YouTube-Kanal, der mega durch die Decke gegangen ist. Einer der am stärksten wachsenden Kanäle. Und dann passt das auch schon. Ihr habt ja da schon auf Facebook, weil ich da was gepostet hatte, und unter meinem Vlog mitkommentiert. Wenn ihr nochmal eine Meinung dazu habt, dann schreibt sie unten rein. Das andere Thema diese Woche, das aufgeregt hat, das habe ich schon in den Game News bei High Five aufgegriffen. Der Tagesspiegel hat Gronkh und Sarrazar angegriffen, beziehungsweise die Let's Play-Szene im Allgemeinen, weil sie sagen, das wäre irgendwie verdummend und vor allen Dingen stark sexistisch. Nun machen Gronkh und Sarrazar ja gerne schwulen Witze und das passt dem Tagesspiegel so gar nicht. Ich will es hier nicht nochmal aufziehen, ich werde euch stattdessen eher das Video hier verlinken. Ich verlinke es da und da könnt ihr mal nachgucken und eure Meinung da lassen, was ihr zu dem Thema sagt.
Vorgestern hat die schottische gegen die nigerianische Fußballmannschaft gespielt. Und vorher gab es angeblich bei der Polizei schon Anrufe, die meinten, dass dieses Spiel möglicherweise manipuliert sein könnte, um die Sportwetten in astronomische Höhen zu treiben. Nun ist das Spiel mittlerweile vorbei und wir alle wissen, absolut ungerechtfertigt diese ganze Sache. Guckt euch mal diese Szene an vom Torwart von Nigeria, wie er diesen Ball fängt. Also wirklich, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich mich auf jeden Fall beschweren gehen. Völlig ungerechtfertigte Vorwürfe. Das ist ja wohl eine ganz natürliche Reaktion vom Torwart, dass er den Ball mit einer Hand greift und den aber wegschlägt. So machen das Torwarte nämlich. Nein, jetzt mal im Ernst, es gibt tatsächlich in einschlägigen Portalen jede Menge Kommentare von Leuten, die sich darüber streiten, ob das ein absichtliches Eigentor war oder halt nicht. Und ich denke mir, Leute, Alter, das ist keine Reaktion, die einfach so passiert ist. Es sei denn, er ist 50 Cent. Denn 50 Cent war diese Woche beim Baseball und hat dort gezeigt, dass er ähnliche Werferqualitäten hat. Guckt euch bitte diese Szene an. And his first pitch was not great. Just a bit outside. Wenn man das ganze Spielfeld ungefähr 45 Grad nach rechts verschoben hätte, dann hätte er wahrscheinlich getroffen. So war das aber minimal vorbei am Ziel. Gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, dass du Rapper geworden bist. Die letzte News ist eigentlich schon ein bisschen älter, nämlich einen Monat gibt es dieses Projekt schon, wird jetzt aber gerade von der Presse und einigen YouTubern wie eine Wildsau durchs Dorf getrieben, die Titcoins. Was das ist? Na, ihr kennt ja sicherlich so Bezahl-Apps, die werden immer populärer. Jetzt demnächst kommt zum Beispiel eine neue App auf den Markt namens PayFriends. Da loggt ihr euch praktisch mit eurem Account ein und könnt dann kleinere oder mittlere Beträge an Freunde verschicken und das nur mit der Kraft eines Daumendrucks. Ziemlich easy das Ganze, aber es geht auch noch besser, und zwar, wenn ihr eine Frau seid und gar nichts bezahlen wollt. Zumindest nicht in einer Bar, wo ihr mit Titcoins bezahlt. Ja, Titcoins, richtig gehört, das klingt erstmal wie sexistische Kackscheiße und ist es eigentlich auch, wurde von Pornhub erfunden, dem großen Pornoparty-Portal, wo wahrscheinlich jeder von euch noch niemals drauf war. Die denken sich, wenn man sowieso die ganze Zeit nur den Barkeeper anflirtet, um sein Getränk zu bekommen, dann kann man ja künftig auch einfach das T-Shirt nach oben ziehen. Der macht ein Foto von deinen Brüsten, lädt die dann hoch bei Pornhub und dann hat man quasi das Bier bezahlt mit Titcoins und kriegt es dann umsonst. Wahrscheinlich wirst du dann danach direkt als Frau auf der Toilette von einer Horde von Bauarbeitern vergewaltigt. Aber immerhin, das Bier gab es umsonst. Nee, jetzt mal ehrlich, ich habe das bisher immer für einen Scherz gehalten, aber irgendwie ist es das wohl nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich Schule macht. Auf jeden Fall muss ich sagen, also auch wenn ich wirklich ein Freigeist bin, was viele Dinge angeht, das geht zu weit. Das geht wirklich zu weit und tritt die Würde der Frau mit Füßen. Und das da sagt David Hein, Sexistenschwein. Do you have the sex factor? Und wenn ihr von Sex-Themen noch nicht genug habt, ich brauche ja auch schließlich was für den Titel und die Thumbnails, dann habe ich hier noch The Sex Factor, eine Abwandlung aus der Pornoindustrie von X-Factor oder hierzulande als X-Factor bekannt. Nicht nur Pornoparodien werden jetzt mittlerweile gedreht, also Pornoversionen von großen Filmen, sondern Pornoversionen von TV-Shows. Hier sucht die Pornoindustrie nämlich den nächsten Superstar aus der Fick-Industrie. Da werden jetzt 8 Jungs und 8 Mädels, oder vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, ich habe irgendwann nicht mehr zugehört, in mehreren Contests darum kämpfen, der nächste Superständer zu werden. Bewertet wird das Ganze von echten Pornostars, die als Belohnung nicht nur 1 Million $ ausrufen, sondern man darf halt auch noch mit ihnen vögeln am Ende. Falls ihr also zu viel Freizeit habt, dann bewerbt euch doch da. Ich muss jetzt auch schnell gehen und ein Bewerbungsformular ausfüllen. So, das war die letzte B-News hier aus Deutschland, zumindest vorerst für diesen Monat. Ab Dienstag geht es für mich los und nächste Woche ist dann ja eigentlich auch schon fast E3. Deswegen wird es am Samstag aus L.A. eine Spezial-E3-Episode geben mit so einer Vorschau. Was erwartet uns denn da? Danke nochmal an alle, die für den Webvideopreis abgestimmt haben. Ich bin am Ende ungefähr so auf Platz 4 gewesen, was angesichts der Tatsache, dass ihr eigentlich gar nicht voten solltet, schon ziemlich krass ist. Von daher nochmal danke und nächstes Jahr rocken wir das Ding. Mit welchem Video weiß ich noch nicht. Bis dann, tschüss.